Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legenden und die Wahrheit. In dieser Folge geht es um folgende Editionen, nämlich die dritte Generation, die beinhaltet die Edition Feuerrot, Blattgrün, Rubin, Saphir und natürlich auch die Sonderversion Smaragd. Wir werden hierbei mit der feuerroten und der blattgrünen Edition anfangen. Das hat aber nur den Hintergrund, dass in der feuerroten und in der blattgrünen Edition es nicht so viele, sage ich mal, Neuerungen gibt, die es wirklich auch nicht tatsächlich ins Spiel selbst gepackt haben. Es gibt einige kleine Screenshots und die werde ich euch jetzt zeigen und hoffe darauf, dass diese euch auch gefallen werden. Der erste Screenshot zeigt Eiland 9 und Eiland 9 hat es ja bekanntlicherweise nicht ins Spiel geschafft. Es gibt im Spiel selbst einen kleineren Hinweis, dass es hätte Eiland 8, 9 und 10 geben können, nämlich der Matrose auf Eiland 7 im Pokémon Center, der sagt, ja, dass es mehrere Schiffe gibt. Das ist von Eiland 9 wirklich nur übrig geblieben. Es ist eine relativ simple Wassermap mit einem bisschen Fels drauf, mehr ist es wirklich nicht. Und ja, so unspektakulär diese Map leider Gottes auch ist, ich denke mal, es wäre nicht an sich Eiland 9 gewesen, sondern irgendeine Route, die wahrscheinlich auf Eiland 9 hätte sein können. Und es gibt auch einen Screenshot von Eiland 8, den werde ich euch jetzt zeigen. Auch hier gilt dasselbe wie gerade eben. Es ist eine relativ simple Wassermap mit ein bisschen Fels drauf. Hier sieht man sogar noch ein bisschen Strand. Und was vielleicht einem vielleicht jetzt merkwürdig vorkommt, für mich aber auch relativ logisch ist, sind diese zwei kleineren Teils, die da überhaupt nicht reinpassen. Zur Erklärung, was Teils sind, das sind die Blöcke, die halt gesetzt werden, wenn man so eine Map erstellt. Und diese zwei Teils befinden sich auf dem Felsen, die nicht passen, und ich gehe mal davon stark aus, dass das hätte eine Höhle sein können, die halt leider Gottes nie benutzt worden ist. Und um ehrlich zu sein, glaube ich auch wieder nicht, dass das Eiland 8 hätte darstellen sollen, sondern irgendeine Route, die hätte auf Eiland 8 sein können. Und kommen wir nun zu etwas, das wirklich eine kleine regionale Änderung ist. Und wie ich finde, auch eine ganz interessante Sache ist, wie die Spieleweisen sich zwischen hier in Europa und in Japan unterscheiden können. Jetzt denkt ihr euch so wahrscheinlich, na, was ist denn das für ein besonderer Screenshot? Es ist ja einfach das Startzimmer des Heroes. Und damit habt ihr recht, es ist tatsächlich das Startzimmer des Heroes. Aber ist euch nicht irgendwas aufgefallen? Wirkt nicht irgendwas merkwürdig an diesem Zimmer? Ja. Irgendwie scheint die Konsole nicht dieselbe zu sein, die ihr normalerweise vorfindet. Denn das ist kein NES, wie wir das so hier aus Europa kennen, sondern ein Famicom. Und den gab es in Japan relativ häufig. Und deswegen entschied man sich, im Spielezimmer des Heroes einfach mal kurzerhand ein Famicom hinzustellen und kein NES. Man hatte das natürlich in der amerikanischen Version geändert. Und da kann man tatsächlich einen wunderhübschen NES bewundern, wie bei uns hier auch in Europa. Wer jetzt leider noch auf tolle Sachen von Feuerrot und Blattgrün hofft, den muss ich jetzt schon fast enttäuschen, denn es gibt nicht wirklich viele Sachen, die ich euch jetzt zeigen könnte. Einen kleinen Hinweis noch hier an der Stelle. Es gibt relativ viele Sachen, die in Feuerrot und Blattgrün ungenutzt sind. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das Spielschema im Prinzip genau dasselbe von Rubin und Saphir ist, was wiederum bedeutet, dass auch einige Elemente wie zum Beispiel Regen und Sandsturm enthalten sind, aber ihr die selbst im Spielverlauf von Pokémon Blattgrün und Feuerrot niemals sehen würdet, weil es ja ein Remake ist und im Remake gibt es keine Wetterveränderungen. Genauso wie es auch VM Taucher gibt. Natürlich könnt ihr Taucher auch ohne den Attackenverlerner verlernen, denn es gibt ja die VM-Taucher nicht in Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Es gibt ja keine Taucherstellen auf den Eiländern ja auch nicht. Jetzt kommen wir zu Pokémon Rubin und Saphir und da würde ich euch jetzt sagen, gibt es jede Menge Änderungen, die gemacht worden sind, im Gegensatz zu Pokémon Blattgrün und Feuerrot. Denn in dieser Version gibt es auch eine sogenannte kleine Testversion und die werde ich euch jetzt auch mal demonstrieren und ich werde dann endgültig aufklären, was es jetzt mit Shaelos auf sich hat. Das wird jetzt auch mal Zeit.
Kommen wir nun zu einer Sache, die für den einen oder manchen Pokémon-Spieler noch unbekannt ist, nämlich es gibt drei Pokémon-Puppen, die nicht benutzt worden sind in Pokémon Rubin und Saphir. Es gibt natürlich auch weitere Pokémon-Puppen, die in Rubin und Saphir nicht benutzt worden sind. Dafür könnt ihr diese aber in Pokémon Smaragd erhalten. Und es geht auch ganz einfach, denn in Pokémon Smaragd kann man diese teilweise auch einfach kaufen, beziehungsweise bekommt man sie in der Kampfzone teilweise auch für Gewinnpunkte. Natürlich existieren diese aufgrund von Kompatibilitätsgründen auch in Pokémon Rubin und Saphir, aber im Spielverlauf selbst könnt ihr sie nicht erhalten. Es gibt aber tatsächlich drei Pokémon-Puppen, wie gesagt, die gibt es wirklich nur hier auf diesem Video zu sehen, und das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass die Pokémon-Puppen verdammt ähnlich aussehen mit den richtigen Sprites. Nämlich es ist die Regis-Puppe, die Regirock-Puppe und die Registeel-Puppe. Und die gibt es natürlich so im Spielverlauf nicht zu erhalten. Schade eigentlich. Man hätte sich sicherlich darüber gefreut. Hier auch eine etwas weniger besondere Aufnahme. Es zeigt eigentlich nur den Blumenshop in der Nähe von Meteros City. Und wie man merkt, ist der personentechnisch etwas weniger besetzt. Teiltechnisch ist er genau identisch. Die Dame sagt eigentlich nur, der Blumenshop ist geschlossen, kommen Sie später wieder vorbei. So nach dem Motto. Hängt einfach damit zusammen, dass Nintendo damals auf Messen unterwegs war und da sogenannte Probespiele zum Spielen gab. Und es war halt nicht alles fertig gewesen, wodurch halt auch der Blumenshop noch nicht fertig gewesen war. Und man sich einfach entschied, dass die liebe Dame, die uns später im Spielverlauf einige Dekorationen verkauft, halt auch nicht da ist. Und dementsprechend ist der Blumenshop halt so leer. Im Spielverlauf selbst wird man diesen aber nie so vorfinden. Wohl einer der größten Legenden, die es tatsächlich in der dritten Generation gibt, sind die beiden Pokémon Gyarados und Gastrodon. Und diese Backsprites, die ich euch hier zeige, sind aus der Diamant- und Perl-Version und diese sind nie veröffentlicht worden. Aus welchen Gründen das auch immer so sein mag, dass diese nicht veröffentlicht worden sind, es ist schon sehr interessant, dass es überhaupt die Tatsache gibt, dass diese Sprites überhaupt existieren. Auch die Diamant- und Perl-Einträge sind relativ widersprüchlich, was den Pokédex-Eintrag betrifft, weil gesagt wird, dass es von Region zu Region unterschiedlich ist. Dabei befindet man sich in Sinnoh in einer einzigen Region und nicht in zwei Regionen, wie es ja eigentlich der Pokédex-Eintrag sagt. Dies lässt darauf deuten, dass es da nur das östliche oder nur das westliche Gyarados hätte geben sollen und in der dritten Generation das Gyarados, was ich euch gerade gezeigt habe, beziehungsweise das Gastrodon. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in der dritten Generation relativ viel guten Platz gefunden hätte. Denn, wie ihr merkt, Diamant und Perl hat vielleicht nicht so viel Wasserfläche unbedingt wie Rubin und Saphir. Denn in Rubin und Saphir gibt es verdammt viel Wasserfläche und da hätte Gastrodon und Gyarados sicherlich auch einen guten Platz gehabt. Jedoch entschied man sich, die Sprites nochmal auszubessern und diese nicht für die dritte Generation zu veröffentlichen. Kommen wir nun zu etwas, wo ich selbst sagen muss, das ist schon sehr interessant, dass es das nicht in den Final Release von Rubin und Saphir geschafft hat. Denn es gibt tatsächlich ungenutzte Musikstücke in Pokémon Rubin und Saphir und die möchte ich euch unbedingt nicht vorenthalten und deswegen dürft ihr jetzt exklusiv drei Musikstücke hören, die es in Rubin und Saphir nicht in die finale Version geschafft haben. Schade eigentlich, denn es sind wirklich tolle Themen dabei, wie ich meiner Meinung nach finde. Es sind aber auch nur einige Themen, denn wenn ich alle Themen wieder zeigen würde, würde das einfach schlicht und ergreifend den Rahmen des Videos sprengen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß hier an der Stelle mit den neuen Sounds, die es so in Rubin und Saphir nie gegeben hat. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben favorisieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich jetzt hier schon an der Stelle und sage bis dann, Servus und Tschüss und viel Spaß mit der neuen Musik.
Thank you.